So, herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Creative Let's Play, Folge 2. So, dann gucken wir mal, wo wir uns niederlassen werden. Ich würde gerne da irgendwo am Strand, wir haben ja diese paar von diesen flachen Teichen. Also da, wo das Wasser immer nur ein Block hoch ist, quasi. Oder tief ist, sagt man ja eher. Müssen wir nur mal gucken. Also hier nicht. Was war denn das? Irgendwo war eine Gegend, da ist so ein richtiger Teich, wo das Wasser eine ganz große Fläche, groß, lang, groß, breit, nur ein tief ist. Hoffentlich sind so kleine Fälle hier. Lol. Gefällt mir. Aus. Ah, genau hier. Sowas zum Beispiel. Aber das ist immer noch nicht das, was ich meinte. Hier war irgendwo so ein richtig groß. Na gut, ich meine, wir können uns ja tatsächlich hier niederlassen, so auf dem Gebiet, also auf der Fläche jetzt hier. Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm. Sieht schön aus. Okay, dann machen wir das mal. Gebockt. Oh, erster Tag bald. Yay! So, noch. Wie viel? Warte. Okay, die erstmal sind weg. Okay. Meine Woodcutting-Mod scheint wohl nicht mit den Dingern hier harmonieren zu wollen. Schade eigentlich. So, dann haben wir hier schon mal ein bisschen Platz. Die Dinger mache ich auch mal weg. Oh. Jetzt ist schon Hunger. Kann heftig werden. So, wenn die Bäume hier weg sind, so sollte erstmal genug Platz sein. Gehe ich einfach mal von aus. Ja, die Frage wäre, wie groß wird denn erstmal unser Haus? Oh, süß! Hier sind gerade so eine Blümchen gekommen. Oh, wie geil ist das denn? Nee, die sind nicht darauf gewachsen, sondern der Block hat sich zu diesem Blümchen geändert. Jetzt sag nicht, dass das später gleich wie Apfel kommt. Ey, das wäre mal richtig nice, wenn es jetzt richtig so wie so eine. Weil, ne, sind ja so. Also sieht zumindest aus wie diese Apfelblüten. Keine Ahnung. Das ist ja ultra süß. Oh, ich liebe diese Mod. Ich liebe diese Map. Ich liebe diesen Server. Ist mein Server. Keiner von euch. Keiner. Ich werde diesen Server auf privat stellen und dann ordentlich vergewaltigen. Was? So, erstmal hier auffüllen. So, und dann gucken wir mal, wie wir jetzt das Haus am dümmsten bauen. Bauen wir so ein Flachhaus? Bauen wir mit Keller? Bauen wir. Also mit Keller wahrscheinlich sowieso. Die Frage ist, wie wir das Haus von der Fläche, von der Struktur her designen. Ich würde hier in der Ecke anfangen. Haben wir nach da Platz und nach da Platz? Ich markiere erstmal hier mit ein Stück Sand. Oh, Präfekturerkunde. Ich komme aus der Präfektur Nagayo. Keine Ahnung. Präfektur Japan. So. Präfektur Japan, klar. Weil Japan ja auch eine Präfektur ist. Äh,
Mache ich richtig bis an die ran? Nee, ne? Ein bisschen blöd. Mach mal so hier. So, das wird dann. Vielleicht ein bisschen klein. Also die Breite so geht, aber so die Breite finde ich ein bisschen sehr klein. Ha, man könnte ja hier noch ein bisschen. Na, oder wir können so ein L-Baumhaus machen, dass wir hier quasi hier so ein bisschen so eine kleine Ecke reinmachen und dann hier noch ein bisschen nach außen gehen. Das wäre eine Möglichkeit. Wir könnten ja auch so ein Haus machen, so mit mehreren Räumen, dass wir sagen, okay, wir haben so zwei Räume. Der Hauptraum ist quasi hier direkt das große Wohnzimmer, wo alles drin ist. Und dann haben wir hier noch so ein kleineres Zimmer, wo dann so Bad und Schlafbereich und so ist. Also wir könnten sogar zwei Zimmer draus machen. Quasi ein Schlafzimmer und ein Bad und sowas alles. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Dann müssten die Bäume da hinten halt auch weg. Kein Problem. Das Holz brauchen wir sowieso, früher oder später. Achso, scheiße, ist perfekt. Nein, nein, nein. Holzfäller. Ja, Apfelblüten. Ja, also doch Apfelblüten. Ist das süß. Scheiße, wir brauchen eine Kiste. Oh Gott, wir brauchen eine Kiste. Oh Gott, wir brauchen eine Kiste. Kiste, 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 Kiste. Kiste. Wir haben schon wieder auf diese Blätter hier natürlich, klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kommt nicht hin hier. Bam, bam. Zwei Kisten. Easy. Ja, ja, ich weiß. Das sind leider jetzt diese hässlichen Kisten, die ich persönlich absolut überhaupt nicht mag. Ich komme mit denen einfach nicht klar. Ja, was soll's. Die haben nämlich hier diese Löcher. Und zwar für diese komische Pipe-Mod. Also man kann ja hier diese, gibt ja diese Mod, die quasi, na, genauso wie diese Pipes in Minecraft. Wo man praktisch Sachen durchleiten kann, die dann von der Kiste in irgendwelche Geräte gehen oder von Kiste zu Kiste oder in so eine Verteiler oder ähnliches. Gibt es hier natürlich auch alle. Das Problem ist dabei, es gibt dann nur noch diese Kisten mit diesen Anschlüssen und die sind halt wenn man die so hinstellt, ohne Anschlüsse, ich finde es halt ultra scheiße vom Aussehen her. Was auch der Grund ist, warum ich diese Pipeworks Mod nie installiert habe. Aber gut, bei Plantlife scheint das wohl scheinbar einfach standardmäßig mit drin zu sein. Ich weiß gar nicht, sind jetzt hier auch direkt die Pipes an sich mit drin oder nur die Kisten dafür? Gott, wie viel es hier einfach gibt, Alter. Da haben wir eine Menge vor. Da haben wir echt eine ganze Menge vor. Ah doch, ja, hier gibt es auch die Pipes. Genau. Ah nee, nee, das ist Mess. Hier, das sind die Pipes. Oder? Nee, das ist auch Messcon. Das sind alles diese Leitungen. Das heißt, die Pipes kommen dann wahrscheinlich erst später. Wir können ja einfach alles machen. Wir können jetzt sogar mit Mesco, also quasi das Mine-Test-Äquivalent von Redstone. Nur, dass man hier mit Mesco ein bisschen mehr machen kann, weil das hier quasi wirklich direkt als Elektronik ausgelegt ist bei Redstone aus der Minecraft-Welt. Das soll ja sowas Mystisches sein, ne? Und hier ist aber Mesco ist direkt 1:1 Elektrik. Das heißt, es ist auch, man kann hier mit richtig Kraftwerke bauen und es gibt auch Fabriken, es gibt Atomkraftwerke. Es gibt zigtausend Mods für mein für Mescon. Es ist einfach traumatisierend. Vor allem, wenn man da durchblicken möchte. Aber meines Erachtens nach alles für Server nicht geeignet, weil das alles ganz schön viel Lag sorgt. Und wenn man das Ganze lokal für sich spielt, Singleplayer, ist das alles schon wunderbar. Aber als Server ist das dann doch ein bisschen. Ja, hier, das sind die ganzen Pipes. Okay, das heißt. Die ganzen Pipes sind alle schon standardmäßig mit drin. Nice.
Dann können wir uns ja tatsächlich austoben, auch was Automatisierung angeht. Das wird ein Spaß. Das wird ein richtig scheiß schwieriger Spaß. Hauer, hauer, ja, die Frage ist, machen wir das? Weil die Sache ist, das kostet alles ganz schön Material. Das geht tatsächlich sogar. Also, ne, man braucht zwar Blätter, relativ viel, aber wir kriegen auch viele Blätter. Es würde also tatsächlich sogar gehen. So, gehen wir nochmal durch. Warte mal ganz kurz. Also, das hier ist, wo war es jetzt? Das da. Das ist, nein. Wo ist jetzt die ganz normale Pipe? Ohne irgendwas. Das hier, genau, das ist die ganz normale Pipe. So, und für die braucht man nur Plastik. Daraus braucht man quasi Rohmaterial. Dafür braucht man nur Ölextrakt und dafür braucht man nur Blätter. Das heißt, wir könnten uns das tatsächlich schon direkt machen. Ist doch geil. Wir brauchen einen Ofen. Ja, das heißt, wir können uns direkt. Ja, wie in der echten Welt, Plastik braucht man halt einfach für alles. Was? Lol. Wer ist das auf Deutsch? Hier diese Pistole, diese Farbkugeln verschießen, mit denen man dann bei dem Gegner so eine Farbflecken hinterlässt. Airsoft? Nee, Airsoft ist es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, diese Pistole ist das hier quasi. Doch, Airbus. Nicht Airbus. Airbus ist die Flugzeugfirma. Airsoft? Ach, keine Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine. So, was gibt's denn noch alles? Nochmal? Achso, ja, hatte ich ja gerade. Ja, ist gut, ist gut. Schere gibt's auch. Rucksäcke, die werden wir auch relativ schnell brauchen. Was? Achso, keine Verwendung. Ja, klar. Genau. Die klassischen Rezepte kennen wir ja mittlerweile. Wir brauchen also auch bald oh, Blumenkästen. Blumenkästen. Süß. Macht man die nicht eigentlich aus Plaste? Keramikblumenkästen gibt's zwar, aber verbreiteter sind ja eigentlich eher diese Plastikblumenkästen, die so schnell kaputt gehen. Ja, und schöne Paintings. Oh mein Gott. Das wird. Oh, die können wir sogar relativ schnell machen. Lol, nice, gefällt mir. Der Hammer von Thor. Wir werden viel, viel Zeit damit verbringen, uns überhaupt erstmal hier durchzublickenderweise zurechtzufinden. Scheiße. Ein Zahnrad. Eine Kette. Aus ganz viel Eisen. Wir brauchen Eisen. Wir brauchen sowieso früher oder später Eisen, weil gerade die ganzen technischen Sachen, die bestehen alle aus Eisen, Gold und Plastik. Soweit ich das jetzt gerade überflogen habe. So, okay. Wird das hier gar nicht mehr zu dem Block hier oder bleibt es jetzt wie immer so? Voll auf normalen Gras. Wie sieht man ja, wenn ich hier plötzlich hier einen Block platziere, wird zu diesem Grasblock. Aber die Blöcke, die bleiben irgendwie so. Also scheinbar ist das hier nichts, was irgendwie übergreift. Egal, kommt das später eh alles, komme ich hier drüber. So, Fakt ist, was ich eigentlich machen wollte, ist hier Sachen reinpacken. Erstmal alle schön rinkacken. Bam. So. Hä? Okay. So, das heißt, wir müssen mal gucken, bis wo wir das Ganze jetzt hier abstecken. Das heißt, wenn wir hier ist die Ecke. Das heißt, das Haus können wir bis hier oder bis hier machen. Optisch wäre wahrscheinlich hier schöner. Keine Ahnung. So, erstmal die Dinger zumachen. So, dann brauchen wir also, damit wir ein Zimmer machen können, mindestens 4 Breite. Das wird dann also bis hier.
1, 2, 3, 4, hier. Gut, das heißt, wir können quasi bis hier gehen. Es geht ja wirklich fast bis dran. Nee, der will doch hier bleiben. Hat er hier eine schönere Ecke. Sieht ein bisschen realistischer aus. Ja, hat man bei dem einen der beiden Zimmer quasi. Also ist dann hier eine Ecke. Hat man hier so Bad. Und hier Schlafzimmer. Passt. Küche und so machen wir direkt mit im Wohnzimmer. Weil eine richtige Küche mache ich nicht. Ist ja bloß für eine Person. Da reicht es, wenn man so eine kleine Ecke im Raum hat, wo dann so Kühlschrank und so steht. Ne? Das heißt, wir haben dann hier, das sind so unsere Punkte, unsere Eckkoordinaten quasi, unsere Eckpunkte. So, dementsprechend heißt das erstmal alles, was hier drinne wächst. Wie lange man braucht, um einen Stock aufzuheben, ich verstehe das nicht. Und ja, das sind drei Stöcker. Man muss jedes Stöckchen für sich einsammeln. Bam. So, genau, jetzt ist auch alles frei. Sehr schön. Jutchen, dann können wir jetzt anfangen. Wir brauchen eine ganze Menge Holz. Das heißt, ich setze erstmal die Setzlinge aus. Dankeschön. Wir werden einen Arsch voll Holz brauchen. Ich setze mal da eine. Da einen hin und da einen hin. Dann setzen wir noch hier so einen hin. Kann er hier wachsen? Ja. Nach oben ist Platz. Ja. Wunderbar. Dann setzen wir wird ein bisschen eng. Aber hier ist Platz. Ja, hier ist Platz. Hier ist auch ganz viel Platz. Passt. Das Problem ist halt, die Bäume, die man so wächst, da ist halt natürlich leider Gras. Daran erkennt man halt den Unterschied zwischen... Ja eben, der Baum hier ist doch original gewachsen. Warum ist denn nicht hier Gras drunter? Da wird sich die Mod wohl nicht ganz einig. Interessant. So, also Nahrung haben wir schon mal. Äpfel haben wir. Weil mir ist aufgefallen, man verliert in dieser Mod relativ schnell an Nahrung. So, okay. Was haben wir jetzt alles? Erstmal gucken, was wir alles haben. Wir haben 38 Holz ist nicht so... Achso, hier haben wir auch noch Holz. 38 Holz ist jetzt nicht so viel. Die Frage ist, was machen wir jetzt als Stämme, was machen wir als Außenverkleidung oder was machen wir als Boden? Boden würde ich gerne nicht aus Holz machen, sondern tatsächlich diesmal einen richtigen, entweder einen aus Wolle, dass man quasi so Art Teppich hat, oder aber, ja weiß nicht, Beton nicht, aber zumindest irgendwas so aus, in Richtung Gestein. Also, dass wir irgendwie so Fliesen haben oder so ein Scheiß. Holzboden immer zu nehmen, ist auf Dauer langweilig. So, wir könnten mal ein paar Beete anlegen direkt. Haben wir eine Hoe? Was kann man hier mit diesen Stöckern machen? Gucken wir mal nach. Wie wird das geschrieben? Passt. Twing. Man kann daraus einen Twing-Block. Wow. Ah, man kann sie direkt in den Stock umwandeln. Das ist natürlich interessant. Boah. Halt, nein, das. Gut, lasse ich erstmal. Wenn wir sie brauchen, können wir es immer noch machen. Ich will sie aber erstmal so in Rohformat aufheben, für den Fall, dass wir mit diesen Stöckern irgendwann noch was Sinnvolles, irgendwie Dekoratives machen können. Keine Ahnung. Deswegen lasse ich die erstmal so. Wir brauchen Holz. Immer noch. Also kommt ihr wieder raus. Wir brauchen erstmal Holz. Danke. So, da-dam. Da-dam. Dankeschön. Ein Beet. Wo könnten wir hier am ersten Beet anlegen? Hier möchte ich nicht, weil dann müsste ich hier diese komischen Dinger da wegtun. Das Problem ist, ich sehe gerade, die sind hier überall. Scheiße.
Boah, hier sind sogar richtig viele. Ich will das nicht. I don't like this. Komm, wir machen das mal richtig hier schön mitten im Wasser. Habe ich da gerade Holz hingesetzt? Ich fick mein Leben. Okay. Wo ist unsere Erde? Haben wir überhaupt noch Erde? Wow. Wir haben noch dreimal Erde. Willst du mich ruinieren? Ist das hier Erde? Ja, ist Erde. Okay, dann machen wir das ein bisschen. Mich werden alle Leute auf der Welt jetzt hassen. So, das heißt, ich werde immer unten einen Block klauen. Und da, wo ich einen Block geklaut habe, werde ich da drüber dann einen Block setzen. Lol. Ich muss natürlich gucken, dass unten noch Wasser kommt. Ja. So, die Frage ist, wie breit machen wir unser Beet? Ich würde mal sagen, wir lassen es erstmal relativ klein. Weil so viel, was wir einpflanzen können, haben wir noch gar nicht. Von daher können wir dann später gucken, wie wir das dann krassesten machen. Okay. Ah. Oh, da ist. Hä? So, jetzt. Hä, das ist schon wieder. Müsste sich Wasser nicht nach unten ausbreiten? War mir so. War kurz. Ich nehme ja nochmal alle Fächer. So, es müsste hier unten überall Wasser sein. Wenn ich jetzt den Block wieder hinsetze. Da. Lol, Wasser breitet sich also nicht nach unten aus. Was ist denn das für ein Müll? Ja, dann halt nicht, easy. Dann können wir unser Feld also doch nicht so groß machen. Weil das Feld dann doch von Erde umschlossen, von Wasser umschlossen sein muss. Ist natürlich, das schränkt uns natürlich in unserer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 6. Das heißt, eine Reihe muss noch weg. Das schränkt uns natürlich in unserer Kreativität ein bisschen ein. Aber gut, ich sag mal so: Felder mit 6 mal 6 reichen eigentlich aus. Dann machen wir halt mehrere Felder. Easy. So, jetzt haben wir 6x6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, perfekt. So. Dann tun wir mal machen. Bam, 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 bam. Ah, für den Außenkreis reicht es wahrscheinlich nicht mehr. Ne, für den Außenkreis reicht es nicht mehr. Schade. Gut, reicht aber auch erstmal aus. Ne? Also wir machen jetzt hier erstmal bam, 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 bam. Bam, bam. Dann gucken wir mal, was wir noch so haben. An Sachen, die wir einpflanzen können. Da haben wir zum Beispiel Apfelblüten. Rhabarber. Ah, weiß nicht, ob das was bringt. Moos. Rare. Ist es dieses komische Maisgedöns? Oder ist das Schilf? Keine Ahnung. Dann können wir noch einpflanzen. Gar nichts. Okay, mach ich halt doch. Das und das. Easy. Eins, zwei, drei. Perfekt. So, sind mittlerweile ein paar Bäume gewachsen.
Wo genau sind unsere Saplings? Ach, da ist einer. Warum wächst daraus kein Baum? Ich hätte gerne, habe ich hier nicht. Ach, hier ist ja unser Haus. Ich schon wieder. Genau. Zu wenig Licht können sie nicht haben. Oder brauchen die einfach hier nur länger? Sehr suspekt. Na gut. So, da kommt der ganze Kladderadatsch mal wieder rein. Schwupps, da wups, da 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 da. Oh, Knochen! Knochen, 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 Knochen. Bone Mehl. Da brauchen wir. Hä? Achso. Okay, also wir können daraus 8 machen. Das ist doch schon ganz geil. Wir brauchen aber auch 8 Holz. Gott, wir werden scheiße viel Holz brauchen. Mehr Holz als mir lieb ist. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich doch erstmal auf eine Holztour machen, weil wir werden hier auf unserer kleinen Insel auf der Stelle nicht so viel Holz anbauen können, wie wir brauchen. Ja, dementsprechend also tatsächlich Holztour. Fuck my life. Wir haben da hinten, haben wir haufenweise, ne, da haben wir haufenweise Gehölz. Da werden wir uns also gut austoben können. Das heißt, wir brauchen, ja doch, Äpfel mitnehmen brauche ich eigentlich nicht, weil da hinten haben wir dann genug Äpfel. Wir werden, was brauchen wir alles? Eigentlich gar nichts. Gut. Na dann, würde ich mal sagen, die Folge Ende und dann begeben wir uns in der nächsten Folge nach da hinten. Easy. Also dann, schau mit V.